Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen beim Einschalten von der junge Zocker. Ja, heute spielen wir mal wieder Black Ops 2 mit vielen Fails, aber es geht mir gar nicht um diese ganzen Fails, die wir heute veranstalten werden, sondern es geht mir einfach darum, dass wir über die gute alte Ahornente sprechen. Ich wollte mal meine Meinung loswerden, ich habe nämlich schon mal eine Meinung losgelassen, aber heute werde ich nochmal eine Meinung da lassen. So. Wollen wir gar nicht mal um die alte Currywurst sprechen, sondern wollen wir gleich mal anfangen. Ja, meine PS3 wurde erstmal gerippt von Ahornente. Und da hat sich natürlich einiges bestätigt. Du bist wirklich positiv verrückt. Jetzt mal ernsthaft, du bist echt positiv verrückt, das meine ich jetzt ernsthaft. Absolut lustig, dass du gleich mit dem Benzin hier loslegst und hier, ja, nur noch gleich mit deinen Quarzhandschuhen draufschlägst und dann, ja, meine PS3 war ja ein bisschen bockig. Hat er zurückgeschlagen, die alte Sau, hat er gesagt. Naja, meine PS3 ist halt, naja, die wehrt sich halt, die lässt sich halt nicht gerne abfackeln. Ist ja eigentlich auch normal, oder? So, also, gut. Ja, Quickscoper wieder mal. Das ist ganz, 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 ganz schlimm, Quickscoper in Black Ops 2. Da ist sogar mein Freund Don Camora, ja. So, gut, ich habe jetzt mal das Headset weggelegt, sonst habe ich hier zwei Headsets liegen, sonst ist es ein bisschen komisch hier. Ja, ich habe mal ein Video gesehen, das hieß irgendwie 21 Schwanz irgendwie. Da hat er ganz komisch geredet, so Karneval, jo Karneval, Freunde. Ja, richtig cool, am Stissel und irgendwie hat er da richtig komisch geredet mit so Basecap. Müsst ihr euch mal angucken, werdet ihr alles auf Ahornentes Kanal finden. Ich finde diesen YouTuber einfach richtig geil, weil er einfach ehrlich ist. Er ist ehrlich zu sich, ehrlich zu seinen Abonnenten und er verstellt sich nicht wie andere. Er ist nicht auf Klickszahlen aus, wie das natürlich manche sind und auf irgendwelchen Ruhm oder auf irgendwelche Abonnenten, sondern er ist wirklich ich. Er ist wirklich sich und er bleibt auch wie er ist. Das habe ich auch mal in einem Kommentar von ihm und darunter geschrieben, dass er so bleiben soll, wie er ist, da er einfach cool ist und einfach ja eine Persönlichkeit hat und sich nicht verstellt, wie das natürlich andere machen. Ich würde jetzt mal ganz klar auch wieder Danny Burnage ansprechen. Ist ja, Danny Burnage ist inzwischen ja eine Marke, kann man sagen, oder? Mit Danny Burnage versteht man natürlich sofort, Snickers-Eis, Troll, 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 Troll. Leute, das war nicht mehr die Community, die es mal war, eine Community, wo man reden konnte, wo man nicht verarscht wurde. Stellt euch mal vor, jeder würde verarscht werden. Das wäre nicht cool und das würde auch, ja, das wäre einfach nicht cool, Leute. Naja, für das haben wir ja YouTuber wie Ahornente, der natürlich uns ein Lachen ins Gesicht bringt, wirklich ein Lachen ins Gesicht bringt, der auch Sachen zerstört, Gamer-Zeug zerstört. Und ich finde das richtig lieb von dir, Ahornente, dass du sowas machst, dass du auch den Mumm hast, eine eigene, dein ganzes ein Postfach zu errichten und dieses ganze Zockerzeug zu errichten. Viele Leute denken, ach, bring nicht so viel Rest in Peace, Leute. Warum soll Ahornente nicht so viel Rest in Peace bringen? Er macht erstens mal super spitzen Videos und mir wäre das egal, wenn jeden Tag ein Rest in Peace kommen würde. Wenn Gronkh zum Beispiel 4-5 Videos hochlädt am Tag, dann interessiert das keinen. Die Leute wollen mehr. Aber wenn Ahornente mal ein Rest in Peace hochlädt, an einem Tag, jeden Tag eins, dann ist natürlich gleich die Aufruhr. So, kann nicht sein. Rest in Peace ist geil, Ahornente, und mach weiter so, weil das wollen wir sehen. Wir wollen vielleicht auch irgendwann mal die PlayStation 4 sehen, die Xbox One, aber ich bin nicht dafür, dass die Xbox One oder die PS4 gleich am Erscheinungsdatum zerstört wird. Möchte ich nicht. Hoffe, dass du das nicht machst. Ich hoffe, dass einfach dieses Gamerzeug, was geschickt wird, schon kaputt war. Es bringt mir in meinen Augen nichts, ganze Sachen zu schicken. Vielleicht kleine Sachen wie die PS3-Fernbedienung vom Misa Fun Clan, da bin ich noch einverstanden. Aber wenn jemand eine ganze PS4-Konsole schickt, die noch funktioniert, dann verstehe ich das nicht. Dann ist das Geld, dann hat man wirklich viel Geld, da hat man wirklich einen Bonzenvater. Weil das macht man nicht. So. Wenn die PS4 mal auf den Boden geknallt ist, kaputt ist, dann kannst du sie gerne Ahornente schicken, aber was Neues. Und das noch am Erscheinungsdatum, das ist eher negativ, das muss nicht sein. So, ich sage jetzt natürlich nur meine Meinung. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wärt ihr dafür, dass die PS4 gleich am Erscheinungsdatum zerstört wird bei Ahornente? Also ich bin ganz ehrlich gesagt nicht dafür. Überhaupt nicht.
Was soll das? Was stört man eine ganze Konsole, die noch funktioniert? Und das gleiche am Erscheinungsdatum. Muss nicht sein, Leute. Und ja, wir haben verloren, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidende ist, dass das Spaß gemacht hat, dass wir 8 Kills geschafft haben. Naja, mein PSN-Freund Don Kamura ist ja auch am Start. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Ciao! So. Ja, da bin ich weg jetzt hier am Ende, gell?